Ist die Renditedifferenz zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen ein Vorbote, ein Indikator für ein erneutes Aufflammen der Eurokrise oder verhalten sich italienische Staatsanleihen so, wie man es erwarten würde? Wir blicken zunächst auf die Renditedifferenz. In Blau sehen Sie Italien versus Deutschland, 1,91%. Sie sehen, die Differenz war schon deutlich höher, kam jüngst zurück. Das wird als positiv wahrgenommen. Hier unten nochmal Spanien dargestellt, um klarzumachen, dass wir eine andere Situation haben als das, was wir im Rahmen der Euro- und Staatsschuldenkrise gesehen haben. Allerdings gilt es zu beachten, bei Anleihen kommt es auf die Bonität an. Wie kreditwürdig ist denn ein Emittent? Also wie solide und wie wahrscheinlich ist es, dass Zins- und Tilgungsleistungen pünktlich gebracht werden? Und ich habe Ihnen hier die Bonitäten mitgebracht für Staaten der Eurozone und Sie sehen das hier entsprechend Deutschland, das Rating AAA, also beste Bonität und Sie sehen hier unten Italien. Also offensichtlich, die Kreditwürdigkeit von Deutschland ist höher als Italien. Also macht es natürlich sachlogisch Sinn, nicht deutsche und italienische Staatsanleihen zu vergleichen, sondern die Entwicklung von italienischen Staatsanleihen, der Kurse, aber auch der Renditen mit denen von Anleihen vergleichbarer Bonität, also BBB, zu vergleichen. Und das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Sie können das sehr gut nachvollziehen. 10-jährige italienische Staatsanleihen in Orange, ein Unternehmensanleiheindex auf Euro lautend BBB. Und auch wenn die Duration und die Restlaufzeit nicht absolut identisch ist, zeigt der Gleichlauf doch sehr stark, dass offensichtlich die Einordnung hier korrekt ist. Also wir sehen, offensichtlich ist der Anstieg der italienischen Staatsanleihen nicht einfach darauf zurückzuführen, dass die ganze Welt sich nun Gedanken darüber macht, ob die Italiener ihre Staatsschulden bedienen können, sondern ein großer Teil scheint einfach darin begründet zu sein, dass insgesamt die Renditen für Anleihen geringerer Bonität als AAA deutlich steigen. Das Ganze sehen wir auch über die ganze Bandbreite. Hier jeweils dargestellt verschiedene Bonitäten. Sie sehen hier Anleihen ohne Investment Grade Rating, Sie sehen hier Anleihen mit Investment Grade Rating, hier die gewichteten Staatsanleihen der Eurozone. Sie sehen hier, das waren die Renditen vor einem Jahr, das waren die jüngsten Renditen mit den Schlusskursen gestern. Also Sie sehen insgesamt einen starken Renditeanstieg über die verschiedenen Bandbreiten. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss auch, dass dieses historisch schlechte Jahr an den Rentenmärkten wieder zu einer gewissen Normalisierung sorgt. Oder für eine gewisse Normalisierung sorgt. Und diese Normalisierung ist natürlich sehr positiv auch für Anleger, weil wir sehen wieder etwas mehr Marktwirtschaft. Andererseits muss man wahrscheinlich langfristig konstatieren, dass die Europäische Zentralbank irgendwo einschreiten wird, um die Zinsdifferenzen, die eigentlich bonitätsrelevant sind und auch in der Bonität zu begründen sind, weil man die nicht tolerieren wird mit dem ganzen politischen Argumentarium, was wir schon kennen. Und dann sind vielleicht die heutigen Renditen ein ganz interessanter Zeitpunkt gewesen, um schrittweise das Exposure, also die Positionierung in Anleihen, die auf Euro notieren, schrittweise aufzubauen. In diesem Sinne darf ich Ihnen weiterhin viel Erfolg wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.